Work the lips. Starten wir da. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Heute gibt es mal komplett was anderes als das, was ihr gewohnt seid. Und zwar, wer ruft mich jetzt an? Nee. Und zwar gibt es heute ein Video über mein Auto, weil ihr mich so oft gefragt habt, hey Luis, was fährst du eigentlich für ein Auto? Wir haben jetzt hier eine kleine Location gefunden, natürlich wieder im Schatten. Ich würde sagen, wir gehen ein bisschen ums Auto, ich zeige euch ein bisschen was, obwohl hier gibt es eigentlich nichts zu zeigen. Wein ist am Start. Weißherbst, okay. Ja, ich würde sagen, ich gebe euch ein paar Details von meinem Auto. Viele haben nämlich gedacht, ich fahre ihnen einen Sportwagen oder so, weil ich den RS3 gefahren bin oder mitgefahren bin. Den N-Line, das war aber Flo seiner und ein paar andere. Also das habt ihr alles wahrscheinlich in meiner Insta-Story gesehen. Und ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen. Hier ist mein Auto, ein Toyota Yaris. Baujahr 2003, beziehungsweise Erstzulassung 2003. Ja, ich würde sagen, wir gehen ein bisschen rum, oder? Ja. Let's go. So, Freunde, also wie gesagt, ich will euch heute ein bisschen mein Auto zeigen, weil halt so viele Nachrichten kamen und so weiter. Es ist nichts Besonderes, ist aber ein cooles Auto. Ich habe das, Props gehen raus an meinen Vater. Er hat es mir damals zum 18. Geburtstag geschenkt. Ist ein perfektes Stadtauto. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viel der verbraucht. Ich glaube, 4,3 kann das sein. Oder 5 Liter, irgendwie so 5 Liter, glaube ich. Perfekt, wie gesagt, perfektes Stadtauto. Ist jetzt schon fast ein Youngtimer. Ich glaube, bei 20 Jahren ist Youngtimer, oder? Ab 20 Jahren Youngtimer, also wie gesagt, 17 oder fast 18 Jahre alt. Man sieht es auch hier schon. Flug mal ein bisschen her. Wir haben jetzt hier ein bisschen Flugrost. Aber ja, ansonsten ist eigentlich das Auto noch komplett stabil. Also hinten sieht er eigentlich noch komplett in Ordnung aus. Man muss überlegen, das Auto ist halt echt schon 17 oder fast 18 Jahre alt. Das Einzige, was ich hier an dem Auto erneuern musste oder austauschen musste, war einmal der Wisch am Hinten. Habe ich mal beim Händler, jetzt kommt der nächste Tracker, Moment. Mach kurz. Das ist los. Alle schauen sie uns an. Also, nochmal zum Wisch. Ich habe damals bei einem, wie sagt man, Fachhändler 80 Euro bezahlt, weil mir der Wischarm einmal nach unten hing. Also wie gesagt, ich musste das komplette austauschen, hat mich 80 Euro gekostet. Dann habe ich auf eBay eins gefunden für, haltet euch fest, 8,75 €. Jetzt kommt wieder ein Auto. Kofferraum werden wir auch gleich aufmachen. Ansonsten hier, Antenne ist auch noch ganz. Sind wir ziemlich anfällig bei irgendwelchen Mardern oder irgendwelchen Tieren. Also meine Antenne ist damals auf der Autobahn abgeflogen. Echt? Bei mir ist auch gar nichts gewesen. Also wie gesagt, stabil. Hier ist eigentlich alles in Ordnung. Beziehungsweise der einzige Schaden, den ich gesehen habe, ich weiß nicht, ob man das auf die Kamera draufkriegt. Sieht man das? Ist hier unten sind so zwei Dellen. Aber ich sag mal, für ein Auto... Hä? Sieht man nicht das Licht. Sieht man nicht? Nein. Mal kurz her. Also Freunde, ich habe hier unten doch, man kann es einigermaßen sehen, hier eine Delle und, Moment, wo war die andere? Genau, nee, hier drüben. Und ich muss sagen, das Auto ist 17, 18 Jahre alt, da geht das schon klar. Was hast du für Abfälle? Gleichgewicht ist halt nicht so. Ich habe auch keine Radkappen drauf. Ich habe mir welche gekauft für, ich glaube, 30 Euro oder so. Die sind mir einfach auf der Landstraße weggeflogen. Seitdem habe ich keine mehr gekauft. Dann haben wir hier... das musste ich auch schon mal austauschen. Ist ein Kollege von mir irgendwie mit der Hose hängen geblieben, hat mir das komplette Licht weggerissen. Haben wir mit Sekundenkleber wieder hingeklebt. Vorne, lass ich mal von vorne filmen. Vorne ist auch noch alles okay. So, Freunde. Und zwar drinnen, Moment, ich sehe gar nichts mit meiner Sonnenbrille. Drinnen sieht es wie folgt aus. Also Toyota Yaris habe ich euch ja schon gezeigt. Wir haben jetzt hier, ich mache mal die Möhre zu. Fensterheber links und rechts. Das Lustige ist, links geht automatisch runter, rechts nicht. Verriegelung, gut, das hat ja jedes Auto. Hier ein bisschen Kleingeld für Einkaufswegen. Licht kann ich einstellen.
Was ist los? Ui, da ist das scharfkantige. Das ist ein Toyota Yaris. dann haben wir Radio. Und weil ihr gerade dran seid, Moment, ich gebe mal kurz die Kamera wieder am Flo. Geh mal hinter ans Röhrchen. Achtung, der V8 startet. Mach! Brachial. Dritten Ei! Jo. Noch mehr! Vielleicht habe ich ja irgendwelche Zuschauer, die sich mit Autos ein bisschen auskennen, beziehungsweise mit dem Radio, weil ich habe folgendes Problem. Ich habe jetzt den Radio gerade ausgemacht. Wenn ich den anmache, kommt gar nichts. Also ich muss immer, Radio ist eigentlich an. Man sieht es auch hier, Antenne Bayern oder Bayern 3 habe ich drin. Ich muss immer die mit Angeklagten Markus H., die rückt jetzt stärker in den... Damit das Radio funktioniert. Das gleiche ist auch wie bei der CD. Und vielleicht weiß ja jemand, wie man das lösen kann oder an was das liegt. Ich habe keine Ahnung. Ansonsten, ja, Innenraum ist eigentlich nicht so spannend. CDs, also ich habe hier nur ein CD-Laufwerk. Kein AUX, kein gar nichts. Also wie gesagt, Freunde, wenn jemand weiß, wie das mit dem Radio funktioniert, wäre cool, wenn ihr irgendwas kommentieren könntet oder mir schreiben würdet. Ansonsten, hier gibt es eigentlich nichts mehr zu zeigen. Lenkrad ist auch schon gut abgenutzt. So, dann kommen wir zum Kofferraum. Ich glaube, ich habe da nicht aufgeräumt. Scheißegal, mal auf. Doch, ich habe... Oh. Da hast du viel Platz hier hinten drin. Ja, das ist Wahnsinn, gell? Also Freunde, das ist der Kofferraum. Reicht für mich vollkommen aus. Also für zwei Personen geht es voll klar. Ich habe jetzt nicht aufgeräumt. Ich habe jetzt hier noch Winterhandschuhe. Was habe ich denn hier noch? Ach ja, Handyhalterung. Deckung für die Scheibe, Boden. Hier, ach ja, ein alter Kaffee. Ja, ich bin jetzt nicht der Ordentlichste. Ich sollte eigentlich mal aufräumen. Was habe ich denn da alles? Fasertuch, okay. Verbandskasten oder Verbandstasche. Regenschirm ist am Start. So, Kofferraum zu. Was mir gerade noch eingefallen ist, Freunde. Willst du nicht mit deinem Motorrad zeigen? Das können wir gleich machen. Aber weißt du, wisst ihr, was mir eingefallen ist? Damals hat das Auto mein Vater gehört und wir sind zu viert, also vier Personen, nach Italien gefahren. Ohne Scheiß, Mann, mit 65 PS, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Also ich habe hier 65 PS, er wird lauter, aber nicht schneller. Und zu viert könnt ihr euch vorstellen, wie schnell wir vorangekommen sind auf der Autobahn. Einfach überhaupt gar nicht. Den habe ich seit 4 Monaten nicht mehr aufgemacht. Wo bist du? Heilige Scheiße! Wie gesagt, ich bin jetzt kein Autoprofi oder so. 65 PS. Batterie habe ich noch ausgetauscht. Ich war letztens bei einem Kollegen. Der macht bei mir mal Reparaturen vom Motorrad und vom Auto. Und wir hatten das Auto mal auf der Bühne und er hat gesagt, leck mich am Arsch, Luis, wie gut ist dieses Auto noch im Zustand für seine 17, fast 18 Jahre. Jetzt brauche ich noch mal kurz eure Hilfe. Und zwar, wenn ich das Auto aufsperre, bleibt die Tür geschlossen. Das heißt, ich muss das immer manuell aufmachen und wieder zumachen. Ich habe keine Ahnung, an was das liegt. Falls es jemand weiß, gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten, die Daten vom Auto kann ich euch gerne in die Videobeschreibung packen. Ich hätte mich echt besser vorbereiten können. Auf jeden Fall 65 PS, Freunde. Ich werde mir bald ein neues Auto holen. Was dann kommen wird, werdet ihr wahrscheinlich im Video sehen. Und genau, folgt mir gerne auf Instagram. Schaut beim Flo auch vorbei, ist auch verlinkt unten. Falls ihr noch Fragen haben solltet oder irgendwas wissen wollt zu diesem Auto. Also falls jemand ein Stadtauto braucht, schaut euch Toyota Yaris an. Geiler Preis, geile Autos, zwar wenig PS. Kein Verbrauch. Kein Verbrauch, genau. Aber ihr kommt von A nach B und das war mir das Wichtigste. Und es war auch noch geschenkt, also was will man eigentlich mehr? Und in diesem Sinne war es das von diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben, Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Peace. Ciao, Leute. So, jetzt brauchen wir erstmal gute Musik. Warte mal, hört man das? Das Umschalten? Das ist genau der Fehler, den ich meine. Weißt du, das blub? Warte, ich mach mal Fenster hoch.
Hörst du das? Irgendwas stimmt da nicht. Leute! Boah, ich würde das so in Krampf kriegen. Das ist endentspannt. Ja, aber ich muss gleich wieder schalten. Was machst du, wenn du jetzt sogar bremsen musst? Dann tue ich meinen Fuß wieder runter. Meine gute Musik ist am Start.